So, hallo und guten Tag. Willkommen zurück bei Assassin's Creed 2. Nachdem ich beim letzten Mal wieder aus dem Spiel geflogen bin, anhand einer gewissen Einrastfunktion, würde ich mal sagen, habe ich die einfach mal konsequent ausgestellt und hoffe, dass es jetzt auch ausbleibt und mich Microsoft nicht nochmal verarscht und hey, hey, da kommt wieder eine Einrastfunktion. Das wäre lustig, aber ja, die würden mich trollen. Ja, das ist schon irgendwie blöd, so ein bisschen. Aber macht ja nichts, wir sind ja flexibel. Hey, da ist eine Aussichtsplattform. Ich mag Aussichtsplattformen. Ich schaue gerne auf Aussichtsplattformen hoch und schaue da auch gerne runter. Und springe auch gerne mal von dämlichen Sachen einfach weg und vergesse auch gerne mal, mir den Timer zu stellen für diese Episode. Ja, sowas passiert öfter mal. Ich bin halt einfach ein wenig vergesslich. Aber jetzt läuft er und von jetzt an mache ich einfach mal so 12 Minuten. Ja, hätten wir die Karte auch mal upgedatet. Sieht sehr schön aus hier, muss man sagen. Würde ich auch gern wohnen. Wenn da nicht so die ganzen Wachen wären und ja. Yippie! Ja, es gab noch Papier-Fallschirme in den letzten Teilen. Ich glaube, die haben ihren Weg nur in die letzten Teile geschafft und sind hier gar nicht drin. Autos. Kann ich nicht kaufen, nicht genug Geld. Menno. Das wollte ich nicht. Alt! So. Ja, komm, halt's Maul. Ich will mit dir reden. Ich will interagieren. Ja, da möchte ich nicht mal gucken. Nee. Nee. Och. Sieht ja alles scheiße aus. Ich glaube, der fand sich gerade ein bisschen vor den Kopf gesprungen. Ja, da ist irgendeine Feder ist das. Na, brauchen wir nicht. Scheiß drauf. 100% Runs will doch keiner sehen. Wer will denn sowas sehen? Da macht das Spiel überhaupt keinen Spaß mehr, selbst durchzuspielen. Außerdem weiß ich selbst gar nicht, wo ich hier bin und was ich nicht dahin komme, wo ich hin möchte. Ich springe einfach mal in diese Richtung und lande hart auf dem Boden. Aber das Ausrufezeichen zeigt in die Richtung. Das... Ja, 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 komm. Hör auf zu heulen. Wow. Das war doch mal gekonnt. Und dann spielt kein kleiner Junge für mich, der mich mich einschläfern lassen hat. Das ist nicht der Fall. Das ist ein böses Gerücht, das im Internet kursiert und das ich jetzt gerne dementieren möchte. Es spielt kein kleiner Junge für mich. Ich kann das schon alleine. Meistens. Best I leave Firenze. Where will you go? My uncle Mario owns a villa near Monteriggioni. You're still a wanted man, Ezio. What would you have me do then? I've seen posters all across the district. Tearing them down will have the city forget your face. No doubt the heralds also incite the public. Bribe them, and they'll speak of other things. Or you could hunt those who bear false witness against you. They traded dignity for coin. Their loss would not be mourned. Do any of these things, and you should be free to leave. Ja, Leute umbringen klingt immer gut. I've added a program for tracking notoriety.
This little meter will help you know how far you are between Notorious and Incognito. This will help you know if you should watch your actions. It'll also tell you if the notoriety level is part of Ezio's memory or not. Ja. Okay, so viel habe ich dann doch nicht mehr. Nee. Dum 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 dum. You are now incognito. Ich bin ein Pokémon. Yay! Ich wäre schon nicht gerne ein Pokémon. Bentornato, Ezio. Were you successful? Yes. Madre? Ezio! Where have you been? They wouldn't let us leave. And Mother, oh, she hasn't spoken a single word since we left the house. Father will need to sort things out. Where is Father? And Federico? And Petruccio? Hmm? Something's happened. What do you mean? No, it's impossible. Claudia. No, 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 no. I did everything I could, Piccina. Listen, right now what matters is getting us all someplace safe. But to do that, I need you to stay focused. Do you understand? Good. Will you watch over Mother for me? Then we are ready. Thank you again for everything. Stay safe, Ezio. Stay vigilant. I suspect the road ahead is yet long. Ja, eskorten wir mal. Follow my lead. Ich mag es nicht, dass die Wachen hier so positioniert sind. Jetzt muss ich ja noch Umwege gehen. Weil die Pissnelken können garantiert nicht über Dächer jumpen, so wie ich das kann. Ja, ja. Ne? Aber langsam laufen. Okay, die einfach zu umlaufen ist, glaube ich, nicht so eine gute Idee. Glaube nicht, dass das gut funktioniert. Aber anscheinend klappt es.
Ja, mit Geld kann man schon viele Probleme lösen. Gold! Yes! Gold. I heard that! Wow! Money! Gold! I heard that! Money! Gold! Ja, somit wären wir aus Florenz raus. Let on me. How could this have happened to us? I don't know. Und ich habe einen Arsch voll Geld verloren. Will we ever be back? I don't know. Sind wir endlich da? Ich muss mal, ich habe Hunger. Let's go. What will happen to our house? I don't know. Were they given a proper burial? Yes, they were. Arrivederci. Wow, Sequenz 2 haben wir schon geschafft. Das geht ja fix hier. Tja, dann machen wir an der Stelle mal Schluss und machen dann in der nächsten Folge weiter.